Und damit herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu Heels sagt die News HD, der Sendung auf YouTube mit Transfer-News, Transfergerüchten und alles, was den runden Ball so ausmacht. Und ja, für euch habe ich jetzt mal eine schöne neue Nachricht für alle Hertha-Fans. Und zwar ist ja Hertha an einigen Spielern interessiert und diesen hier finde ich besonders interessant, neben den anderen, die ich auch interessant finde. Und zwar soll Hertha angeblich erstens Milosevic angeboten worden sein, 22-jähriger Innenverteidiger Schwede, Milosevic, nicht, dass ich jetzt hier Quark erzähle, aber ich meine, das ist der schwedische Innenverteidiger, war zuletzt bei Benfica Lissabon sowie bei Besiktas im Gespräch und beide Wechsel sind nicht zustande gekommen und jetzt ist er halt den Berlinern angeboten worden. Milosevic finde ich jetzt nicht ganz so geil. Ja, es wäre okay, aber es wäre jetzt keiner, der Hertha wirklich weiterhilft. Die nächste Nachricht, die ist viel geiler. Und zwar soll Hertha im Zuge dessen soll auch Luhukay selber, ich werde kein Luhukay-Fan mehr, es ist vorbei. Luhukay soll nach den Niederlanden gefahren sein und da ein Spiel beobachtet haben, und zwar Feyenoord gegen Schieß mich tot. Und dort soll Luhukay einen Innenverteidiger beobachtet haben, den ich sehr interessant finde. Leute, die sich im Fußball auskennen, die werden dieses Talent hier auf jeden Fall schon mal gehört haben, und zwar rede ich von Terence Kongolo. 22 Jahre alt ist der Mann von Feyenoord und ein Riesentalent, wie gesagt. Den hat Hertha sich beobachtet und Luhukay war, wie gesagt, bereits live vor Ort, was durchaus ein positives Zeichen sein könnte, obwohl noch keiner den Transfer so offiziell bestätigen will. Die Berliner suchen halt nach Alternativen in der Innenverteidigung, weil John Heitinga, der ist überhaupt nicht gezündet, konnte überhaupt nichts. John Anthony Brooks ist meiner Meinung nach ein Riesentalent, genauso wie Kongolo, wird aber leider wenig Vertrauen geschenkt, und Sebastian Langkamp und Lustenberger, die beiden, die auch in der Innenverteidigung spielen, sind halt oft verletzt. Und ist halt so, deswegen so eine kleine Lücke. Solange man Brooks nicht das Vertrauen schenkt, wäre da sicherlich ein weiterer ganz geil. Und wie gesagt, ich bin großer Fan von Terence Kongolo, Riesentalent. Ob er das dann wirklich packen würde, kann ich jetzt so nicht sagen. Aber ich würde mich freuen, wenn der Transfer zustande kommt. Also Megaspieler. Wäre vielleicht nochmal so ein richtiges Zeichen. Und vielleicht traut sich dann der Trainer auch mal, Kongolo und Brooks in die Innenverteidigung zu stellen. Das wäre eigentlich so mein Traum. Aber gut, ich bin kein Trainer. Ich habe das nicht zu bestimmen. Ich würde mich aber freuen. Ihr könnt ja mal eure Kommentare in die Meinung schreiben oder umgedreht eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wie findet ihr, würde Terence Kongolo in der Bundesliga zurechtfinden, oder sagt ihr, es ist nur ein Talent, der hat noch gar nichts gerissen, warum sollte man für den hier 2 Millionen auf den Tisch legen oder anderthalb? Und auf jeden Fall ist klar, dass Hertha in der Innenverteidigung was machen muss. Entweder müssen sie besser trainieren oder halt Leute kaufen, die das Scheißtraining auch kompensieren können. Hust, hust. Naja, ich freue mich auf eure Meinung. Falls ihr kein anderes Video mehr seht, auch hier einen guten Rutsch, liebe Leute. Kommt gut ins neue Jahr und wir hören und sehen uns im neuen Jahr wieder. Bis dann, ciao, ciao.